Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Yeah, hallo, muss ich erstmal meine Uhr stoppen. So, wir haben im letzten Part eine Story-Mission gemacht und heute will ich diese Autos sammeln für die Sekte. Ich glaube, da haben wir eine E-Mail bekommen. Sind das die? Ne, Moment, ich kann das nicht lesen von hier. Hä? Ne, warte mal. Das war die erste hier. So, okay. Das sind die Autos, die wir besorgen sollen. Ich hoffe, die Karte stimmt, die ich habe. Okay, da ist auch ein Motorrad. Gut. Wir gucken einfach mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Auto jeweils immer ist. Was ich da zuerst suche. Ich muss jetzt erstmal hier... Moment, bin ich dumm? Da soll eins sein, irgendwo. Keine Ahnung, wir fahren einfach mal hin. Ne, geh weg. Danke. So, wir gucken einfach mal. Ich sammle die, weil man kann aber auch 3 Stück, glaube ich, von der Webseite kaufen. Aber es wäre ein bisschen viel Geld. Ich müsste zwar eins noch kaufen für die 100%. Hätte man dann schön verbinden können. Falls ich eins nicht finde, mache ich das. Weil ich ja eh eins kaufen muss, irgendwann. Upsala. Aber ich gucke jetzt erstmal. Ich hoffe, die stehen da. Und ich hoffe, das wird dann auch angezeigt. Weil ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Namen gemerkt, sonst muss ich wieder hingucken. Ich habe mich wieder nicht sehr gut vorbereitet. Gebe ich zu. Aber die Karte regelt das. Hoffentlich. Und da wir jetzt eh hier in der Gegend sind, habe ich mir gedacht, komm, guck kurz nach der Karte. Also, ob es da eine gibt. Und dann kann man die schön dahin fahren. Ich denke eh nicht, dass wir die alle in dem Part schaffen. Ah, da steht das Motorrad. Wenn es das ist. Sieht stark danach aus. Okay. Das finde ich super. Dass es angezeigt wird. Und wir sollen es da hinfahren, oder? War das richtig? Ja. Alles klar. Ganz schnell dahin düsen. Ich hoffe, wir kriegen... es war aber knapp. Ich hoffe, wir kriegen keine Sterne hier. Das wäre dumm. Aber wir, vielleicht klappt es doch, wenn das ganz flott hier geht, weil die sind eigentlich alle da an einer Stelle, also nicht direkt, aber da hier in der Gegend. Wo muss ich hinparken? Ah, da rein. Ah, in die Garage. Nice. Steig aus dem Fahrzeug. Oh, nee, oder? Euer Ernst? Besser so? Geht ihr jetzt zu? Ah, nice. 1 von 5. Okay. So, das kann ich, muss ich nicht mal abhaken, das kann ich mir merken. Dann haben wir 1 da. Moment, bin ich näher an dem anderen? Ja, ich bin näher an dem. Und zwar hier. Irgendwo. Hoffentlich ist das richtig. Alter, ich brauche ein Auto. Geht das irgendwie auf? Bleib mal bitte stehen, ich brauche deinen Wagen, auch wenn es scheiße ist. Ruf bitte nicht die Bullen. Hab da keinen Bock jetzt zu flüchten. Ist übrigens ein... Oder wird ein recht langweiliger Part, aber es muss halt gemacht werden, Leute. Da kann ich ja nichts für. Muss ja die Autos abliefern. Und das zu schneiden bei 5 Autos wäre ein bisschen dumm. Was will... Oh nee, oder? Bitte. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters. General insanity and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now,
I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Okay, ich dachte schon, eine Mission startet. Das wäre. Da hätte ich mich jetzt wieder aufgeregt. Aber. Na gut. Ja, hier ist der nächste. Ihr seht ja immer, was das für ein Auto ist. Auf jeden Fall ein nices Auto hier. Oh, denke ich nicht zu markieren, also einfach zurückfahren. Das ist schon mal gut. 2 von 5. Also zumindest gefunden. Kenne ich das Auto hier? Kenne die alle gar nicht mehr. Manche sind auch ein bisschen seltener, mit denen fährt man nicht so oft. Darunter. Ist schlimm, wenn ich irgendwie die zerkratzt, verbeult zurückbringe? Keine Ahnung. Aber das schaffen wir ohne Boiler. Ah, ich wollte schon sagen, warum ist die zu? So, ich hoffe, das klappt. Jawohl. Well done, Solak. Well done. Okay, gut. Ja gut, er labert noch, aber ist nicht so schlimm. Hier war eins. Ungefähr. Da geht er doch flotter, als ich gedacht habe hier. Obwohl wir unterbrochen worden sind. Vom Dave. Bin echt mal gespannt, wie es weitergeht mit der Story. Ein bisschen weiß ich ja, aber... Also was ich machen muss in der letzten Mission. Aber wir müssen ja noch für Franklin eine Mission machen und so. Bevor das große Finale startet. Und es kommen noch sehr, sehr viele Nebenmissionen. Natürlich. Ganz schnell hochfahren. Die haben wir dann schon auch erst 6 Minuten. Vielleicht kann ich dann noch irgendwas Kleines in dem Part schaffen, was richtig spektakulär ist. Zum Beispiel fahren die oder benutzt die Autowaschanlage. Richtig spektakulär, Leute. Muss ich aber auch halt mal rennen. Für Tennis spielen habe ich jetzt keine Zeit mehr in dem Part. Das bringt dann extra. Vielleicht im nächsten Mal gucken. Ich muss auch noch so einen auf der Flucht Kopfgeld-Dings machen. Für Mord. Der letzte. Die kann ich, habe ich das schon mal überhaupt erwähnt. Ich war ja verwirrt wegen den Kopfgeld-Flüchtlingen. Ob ich die einfach so erschießen muss oder ob ich die auch zurückliefern kann. Kann ich mich entscheiden. Ich kriege dann mehr Geld, wenn ich die zurückbringe, aber ich kann sie auch einfach erschießen. Ich glaube, das habe ich sogar schon erwähnt. War ein bisschen länger her, dass ich jetzt hier aufgenommen habe. Außer im letzten Part, den habe ich eben aufgenommen. So. Hier ist doch irgendwo das Todestor, oder? Weiß ich auch lange nicht mehr. Ist das das Auto? Ich glaube schon. Oh, nice Aussicht hier. Das müsste es eigentlich sein. Jupp. Sehr, sehr gut. Wir markieren auf der Karte, sonst verfahre ich mich hier. Hier fahre ich auch selten rum. Muss mal wieder zum Todestor. Wenn ich irgendwann GTA Online wieder bringe, vielleicht machen wir da ein bisschen wieder Fun. Man weiß es nicht. Wir versuchen ohne Kratzer dahin zu bringen. Alles klar. Gut, aber im Moment steht da nichts. Ich hoffe nicht, dass sie dann jetzt gleich sagen, hier, fahr das in die Werkstatt und repariert das. Wir wollen das so nicht haben. Habe ich eigentlich Geld dafür bekommen? Nee, ne? Glaube nicht. Eigentlich hasse ich ja sowas. So Sachen besorgen. In einer Mission, damit man weiterspielen kann. Aber es sind ja nur 5. Vielleicht nur noch 2. Das geht ja ganz flott hier. Ich war gar nicht so beschissen wie sonst. Wundert mich. Was ist hier los? Ich fahre diesmal nicht beschissen, aber dafür die Leute hier. So. Bisher nur einen Unfall gebaut. Oh, fuck, ich bin zu weit. Oh, das war knapp. Oh gut, sie meckern anscheinend nicht drum. Finde ich super. So, raus mit mir. Nice. So, dann warten wir auf ein Auto, beziehungsweise gucken mal auf der Karte. Nach dem nächsten, ihr könnt einfach Google die Mission, nimm die Wahrheit an, heißt die. Und dann findet ihr schon bei Google Bilder die Standorte. Jetzt muss ich ein bisschen hier vor Fox gucken. Hier sollte einer sein. Ist ja auch nicht wirklich weit. Wir machen wahrscheinlich doch nichts mehr in dem Part, außer hier Autos dahin fahren, aber dann können wir ja gut, ich wollte ja vielleicht Tennis spielen, aber wir könnten aber auch mit der
Mission hier weitermachen, weil es sind noch einige von der Sekte. Das sind ja irgendwie ganz lustig, aber bisher waren das ja fast nur Videosequenzen. Im Prinzip ist das hier der erste richtige Job, den wir machen. Aber ich bin mal gespannt, was da am Ende dann rauskommt, wenn wir alles erledigt haben. Oi, 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 oi. Gut, das war jetzt nicht mal so souverän wie eben. Aber egal, ich muss mal gerade was gucken. Okay, mein Aufnahmeprogramm läuft noch. Für meine Stimme. Hatte ich ein paar Probleme, habt ihr vielleicht im Monsterland-Part gehört. Hat es auf einmal aufgehört, richtig aufzunehmen, nur noch auf einem Ohr. Richtig dumm. Und ich habe jetzt halt gerade meine Karte groß. Auf dem PC, deshalb sehe ich das nicht. Aber das ist alles nur so nebensächlich. Ich fahre manchmal, als ob ich besoffen bin. Zumindest sieht das so aus. So, wo ist das Autoschen? Also, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe unten geguckt. Das tut mir leid. Irgendwo. Zufällig das hier. Das ist ja richtig nice. Ja, mach's kaputt. Nee? Nee, das ist es nicht. Das war falsch. Muss ich nochmal gucken. Hä? Das sollte aber da stehen. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hier irgendwo vielleicht daneben. Oh, 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 hier. Was haben wir denn hier eigentlich? Da kann man nichts machen, ne? Ah, da ist das. Sehr schön. Gut, immerhin haben wir es. Keine Ahnung, was da jetzt, was das für ein Laden ist. Auf jeden Fall wird da nichts angezeigt. Das heißt, wir können das nicht nutzen. Aber wir haben das Auto und fahren erstmal schön gegen die Mauer. Sehr nice. Raul kenne ich auch nicht. Hab jetzt auch gar nicht auf den Namen geachtet, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich steht das einfach nur darum, beziehungsweise kann man es nur kaufen. Oh, da war ein nice Auto. Das ist ja manchmal so, dass, oh, oh, oh. Okay, ich halte den auf. Na? Komm, der ist doch tot. Nein, noch nicht? Alter, komm schon. Ich will nicht schießen. Lebt er immer noch? Der lebt immer noch. Jetzt bleib mal da. So, jetzt aber, komm schon. Immer noch? Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel überlebt er denn bitte? Ja, gut, ich treffe ihn aber auch immer so low. Jetzt komm, ist doch gut. Ich will nicht schießen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Ich wollte schon sagen, Alter. Das hat aber gedauert. 500. Wir sind heute mal nicht großzügig und behalten einfach die 500 und diesen einfach davon mit dem gestohlenen Auto und gestohlenen $500. Gut, das haben wir schön mitgenommen. Hat jetzt ein bisschen gekostet. Ich habe das auch ein bisschen sanft gemacht. Er hat schon ein bisschen gelitten. Ich hätte ihn einfach eiskalt erschießen können, aber ich wollte nicht rumballern, sonst hätte ich große Probleme mit der Polizei wieder bekommen. Weil okay, da kenne ich mich ganz genau, dass ich wieder lange gebraucht hätte, um vor der Polizei zu flüchten. Muss mich mal anders hinsetzen, so, mein Bein schläft ein. Gut, das ist jetzt nice, dass wir da noch eins mitgenommen haben. Das ist ja ein bisschen verfuchst, die Sache mit den Ereignissen. Ich habe mich da ja ein bisschen genauer informiert, habe ich gar nicht so im letzten Part gelabert, zu viel darüber. Man muss da, manche kann man nur mit bestimmten Leuten machen, also mit Franklin, Michael oder Trevor, aber die meisten mit allen. Und die sind halt zu einer bestimmten Uhrzeit nur da und ich muss aufstoßen, saugeil. So. Ah, noch ein bisschen. Deshalb bin ich froh, wenn ich zufällige Ereignisse so einfach finde. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit richtig sitzen. Ich habe mein Mikro auch ein bisschen anders irgendwie stehen als sonst. Ein bisschen ungewohnt. So, wir haben fast 15 Minuten, aber das machen wir natürlich.
Noch fertig. Hier an der Kreuzung. Irgendwo da. Ja, wir gucken einfach mal. Das wird bestimmt schon auffällig sein, wenn da ein Auto steht, das wir gar nicht so kennen. Oder das Schnieker aussieht. Ja, ich hätte mir auch ein schnelles Auto nehmen können, ich Idiot. Aber nicht zu viel Mobs. Was war mit ihm da vorne? Schön Seite gemacht. Aber nicht hier zu viel Autos mobsen, sonst Polizei und so, ihr kennt das. Die ist nämlich ganz, ganz böse. Eieiei. So. Ah, da ist mein GTA Online Haus hier hinter mir. Was wahrscheinlich fast jeder hat, der GTA Online spielt. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile neue Gebäude gibt, bessere. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass alle das da oben hatten und hier gar keins. Warum sollte man auch so ein billiges Haus haben? So. Oh, wir sind ja schon gleich da. Wunderbar. Ihr war dann ein recht langweiliger Part. Ich labe jetzt einfach schon übers Ende, obwohl wir noch Dings machen müssen. Ein Auto besorgen. Kann ja noch alles passieren. Kann jetzt noch ein Meteorit kommen und ganz Los Santos in die Luft sprengen. Oder es passiert einfach so ein billig Autounfall. Ich guck mal hier in der Gasse. Oder hier hinten im Gebäude. Ah. Das sieht doch nach einem Auto aus, das wir gar nicht so kennen. Das sieht nice aus. Ist das ein Rolls Royce? Ah ja, nice. So. Komisch, dass die Polizei da keinen Bock auf mich hatte. Ja, das sollte ein Rolls Royce sein. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir da immer irgendwie einen Stern bekommen. Ich habe dumm geparkt da vorne, oder? Hä? Wo ist das Auto hin? Okay, der hat sich weggebeamt. Ich habe halt immer gedacht, dass wir für die Autos da Sterne bekommen, dass da ein bisschen mehr Action drin ist, ein bisschen anspruchsvoller ist, aber die sind gnädig und lassen uns die Autos einfach so klauen. Finde ich sehr gut. Also wie gesagt, extrem langweiliger Part, muss aber gemacht werden, aber noch ein zufälliges Ereignis eingesackt nebenbei. Finde ich super und ich hätte eben nicht ansprechen sollen. Alter, wie ich denn fahre? Ich hätte eben nicht ansprechen sollen, dass ich super fahre gerade. Im Moment sieht das richtig dämlich aus. Uiuiui, wir nehmen hier alles mit, was wir können. Moment, jetzt ist die Frage, muss ich da jetzt noch hinfahren irgendwie oder steht dann direkt Mission absolviert? Ah. Aber ein nettes Auto ist zwar lahm, aber sehr. Mann, was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Wurm drin. Nur weil ich mich umgesetzt habe. Stirb doch nicht da vorne einfach. Jetzt ist der Wurm drin. Einmal. Nee. Oh. Nur weil ich mich umgesetzt habe, ist jetzt der Wurm drin. Das wollte ich sagen. So. Da habt ihr es. Upsala. Noch schön kaputt machen. Am Anfang noch. Oh. Am Anfang noch schön alle ohne Kratzer hingefahren und jetzt voll kaputt. Egal. Okay. 46 places at once. Nice. Still stuck on the Olympic Freeway. Und jetzt? Und jetzt? War's das mit der Mission? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder $5000 spenden, damit das weitergeht. Keine Ahnung. Oder ich krieg eine E-Mail. Nee, warte mal, da passiert was. Oder? Ah, nee, ich dachte, wenn nichts auf der Karte angezeigt wird. Gut, keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich echt spenden, aber das machen wir dann. Sobald wir weiter spielen oder wir kriegen halt eine Nachricht, kann ja auch sein. Aber, weiß noch nicht, ob ich das dann im nächsten Part schon mache. Seid einfach gespannt. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.